Ich habe halt natürlich eine gewisse Übung, aber es ist doch eine wahnsinnige Anstrengung, weil ich unter 14 Stunden Arbeit am Tag gar nicht rumkomme und natürlich sehr unterschiedliche Sachen machen muss. Ich muss das Lektorat machen, ich muss das Personal mitmachen, ich muss die Zeitschrift machen, ich muss das Programm mit den Lektoren machen, ich muss eben viel reisen. Und das ist manchmal zu viel. Am liebsten würde ich auf jeden Fall mal ein halbes Jahr sehr wenig machen und schreiben. Ich habe natürlich wahnsinnig viele Projekte da rumliegen und die ich alle irgendwann angefangen habe, aber nie zu Ende geführt habe. Und das muss man ja auch alles mal bewältigen, damit es aus dem Kopf rauskommt. Man muss sich ja auch so langsam auf den Tod vorbereiten und das heißt, man muss Sachen, die so immer als Trümmer in einem herumliegen, noch dazu, wenn man eben so eine andere Arbeit gemacht hat, dann muss man die Trümmer aus dem Kopf kriegen, damit man leichter wird. Wenn man so schwer bleibt mit Resten und Fragmenten, kann man ja nicht in den Himmel aufsteigen. Man muss also sich leicht machen und den Kopf frei machen, leeren und nicht füllen. Und darauf freue ich mich. Wie kann man sich leichter machen? Denn so hier in einem Verlag mit vielen Menschen und für die man ja doch eine gewisse Verantwortung hat, das beschwert einen, das zieht einen runter. Und ich freue mich drauf, sozusagen dann durch Ballastabwerfung ein leichteres Leben zu führen. Ob es gelingt, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ja, ich wollte Ihnen noch meinen Baum zeigen hier. Dieser Baum, der etwa 25 Meter hoch ist, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, wenn der im vollen Kleid steht, dann muss man sich drei Sachen vergegenwärtigen. Erste, wenn man alle Wurzeln, alle feinen Wurzeln dieses Baumes zusammenlegt, und die sind besonders vielfältig hier, weil das ist hier das Kiesbett der Isar. Dann wird das eine Strecke ergeben, etwa von hier bis Danzig. Dieser Baum ist, den wir sozusagen als ein Naturereignis angucken und nicht weiter beachten, außer dass wir sagen, ein schöner Baum, ist natürlich ein unerhörtes Kraftwerk. Eines der erstaunlichsten Kraftwerke, die man sich vorstellen kann. Weil er muss eben nicht nur diese unendlichen Massen von Wasser jeden Tag über die Kapillarwurzeln ansammeln, versammeln, um dann durch die Photosynthese jeden Tag nach oben in all diese verschiedenen Äste zu drücken, sondern er muss auch ertragen, dass unendlich viele Tiere auf ihm herumkrabbeln, nicht nur die Vögel, sondern eben auch viele kleine Tiere, Käfer und so weiter, die ihn bewohnen. Das heißt, so ein Baum ist ein unendlich fabelhafter Organismus, der nur in Ansätzen überhaupt erforscht ist. Ich habe Biologen gefragt, ob es ein Buch gibt, was sozusagen die inneren Abläufe eines Baumes genau schildert, und da haben die gesagt, wir stehen am Anfang. Wir stehen am Anfang. Es dauert noch ewig, bis wir genau wissen, welche Elemente, Spurenelemente sind notwendig, um ein solches Kraftwerk
am Leben zu erhalten. Und da ich jetzt hier in diesem Büro schon 20 Jahre hocke, habe ich also diesen Baum in all seinen Wachstums- und Grünwerdungsprozessen erlebt. Und das ist eigentlich die einzige Konstante in meinem Leben. Und ich hoffe jedenfalls, dass er mich auch hier überleben wird. Er wird nicht nur meine Arbeit hier überleben, er beobachtet mich ja jeden Tag, sondern er wird eben auch wahrscheinlich mein Leben überleben und möglicherweise sogar das Leben meines Nachfolgers. Und das ist doch, finde ich, sehr tröstlich, dass es etwas gibt, was einem so nahe ist, dass auf jeden Fall von einem Zeugnis abgeben kann. Wenn die Menschen vergesslich sind, der Baum ist es nicht. So ist das.